Weiter geht's mit Alien Isolation. In der letzten Folge haben wir diesen Flammenwerfer bekommen. Und mit denen werden wir mal auf die Jagd gehen. Anscheinend hat Wade auch schon einen Plan, wie wir das Alien am besten einfangen oder so. Aber der ist irgendwie weg. Keine Ahnung, wo der genau hin ist, aber ich glaube, ich muss diese Gondel nehmen. Also, fahren wir mal zu diesem Systec-Turm. Mal sehen, was da abgeht. Bin ich mal gespannt, ob das klappt. So, Tür auf. Dann mal sehen. Ist Wade hier irgendwo? Haltestelle für Sixen Communication Technologies. Ich bin im Systec-Turm. Oh nein. Hoffentlich keine Störung wegen Aliens hier. Oh, sehr gut. Da hat es kurz schon Ausschlag gegeben. Na, mal sehen, was wir hier machen können. Instabiles System. Was genau heißt das? Machen wir mal aus, keine Ahnung. Mehr machen können wir hier aber auch nicht. Dann, ja, raus wieder. Was sagt die Karte? Die Quest ist rechts rum. Dann hoch in die Lobby. Und dann ab in den Server-Hub. Okay. Machen wir das mal. Können direkt einmal speichern, wenn wir schon mal hier sind. Auch wenn wir bis jetzt eigentlich noch nichts Wichtiges gemacht haben, was wir verlieren könnten. Waren wir hier schon mal? Also die Karte ist aufgedeckt, aber... Irgendwie sehen diese ganzen Bahnhöfe genau gleich aus. Zugangscode benötigt. Plasmaschneider. Oh, da, Systec Lobby. Links rum. Au, doch. Hier waren wir schon mal. Okay, doch, jetzt erinnere ich mich. Da haben wir damals die ersten Leute begegnet. Ich hab gedacht, was war das für ein Geräusch? Ja, was war das? Soll ich da reinlaufen? Finden und aktivieren sie die Feuerlöschanlage. Oh Junge, ich bin wieder in einer seiner dämlichen Fallen gelaufen. Kann nicht mal. Alter. Kann er nicht mal irgendwelche Stimmen. Leute, wo kommen wir denn her? Ich hab aus Versehen geschlagen, ich wollte nicht mal. Aber hat gut funktioniert. Irgendwas. Oh, Flammenwerferöl. Also das doch mal. Also können wir es doch nachladen. Ja. Kurzer Schockmoment. Feuerlöscher finden. Können wir hier durch? Nee, da auch nicht. Da war dieser Rundgang, den wir schon mal benutzt haben. Oh, alle Türen auf einmal zu. Kann ich einfach durchlaufen jetzt, oder? Anscheinend ja. Ich frage, ob das sinnvoll ist. Wir werden wahrscheinlich wieder Schaden kriegen. So, da. Wo kann ich was auswählen? Ach, geht da nur hin. Toll. Bin ich hier richtig? Sieht irgendwie nicht richtig aus. Ach, super. Hat sich ja gelohnt. Jo. Muss ja wahrscheinlich nochmal rein, ne? Was für ein Brandschutz. Den soll ich denn aktivieren? Nochmal hier rein, aber eigentlich war hier nichts. Ich hatte damals schon durchgeklettert. Oh ne. Nur ein Rundgang einfach. Na gut. Dann fahren wir einfach nochmal die Karte. Die sagt ja immer, wo es lang geht. Finden und aktivieren Sie die Feuerlöschanlage. Also wir müssen schon da rein. Dann los. Feuerlöschanlage. Da ist irgendwas zum Aktivieren. Aber wir werden ja kennen, was das ist. In der Mitte. Hier irgendwas? Nee. Feuerlöschanlage, Feuerlöschanlage. Irgendwas hier? Ethanol. Halt einfach gar nichts wieder. Das hier, das sieht nach Feuer aus, ne? Ja. Okay, Alter. Es war rot, aber durch den Rauch konnte man das kaum erkennen. Okay, durch den ganzen Lärm haben sie sicherlich das Alien angelockt. Die Frage ist dann... Ja, schon Schritte, glaube ich, ne? Irgendwas höre ich doch hier rumlaufen. Sensor sagt erstmal nichts. Okay, dann gucken wir erstmal in Ruhe rum. Am Werferöl. Sehr gut. Keine Ahnung, was Maximum ist, aber. Nehmen wir mal so mit, was wir kriegen.
ist auch nichts. Sollte ich eigentlich überhaupt rein, ursprünglich? Ich glaube nicht, ne? Das ist einfach irgendwas Unnötiges, was ich getriggert habe. Hier gab es nicht mehr irgendwas drin. Wait, was ist los mit dieser Station? Die fällt schon seit längerem auseinander, aber dank der Stilllegung sind auch die meisten der Systeme abgeschaltet. Hinzu kommt, dass alle zu sehr damit beschäftigt sind zu überleben, als dass sie irgendwas instand halten könnten. Und voilà, Chaos. Ist das Waits? Keine Ahnung. Schiebt es jetzt aufs Alter der Station ab. Wie ein Friedhof, oder? Deine Waffe? Ist da drüben gerade was explodiert? Das ist das geringste ihrer Probleme. Die Kreatur ist in der Nähe. Ihr habt's gehört. Hauen wir ab. Kenn ich euch? Medic-Typen. Revolver-Munition. 3 Schuss. Nehmen wir mit. Wohin lauft ihr? Ich lauf dir einfach mal hinterher. Okay, ich lauf dir nicht hinterher. Hä? Ach, das ist nicht euer Ernst. Sperren die mich hier aus. Mit dem Alien. Oh oh. Oh nein. Aber jetzt ist meine Chance, mal den Revolver zu testen. Ich würde nur halt jetzt ungern sterben, da ich länger nicht gespeichert habe. Shit. Hör auf zu husten. Das gehört. Nicht ganz sicher, kommt er hier rum? Ja, kommt er. Ne, er dreht um. Oh shit. Das Ding ist so schnell, dass wenn es mich sieht, bin ich sofort tot. Oh oh. Bitte. Oh. Sieh es nicht mehr. Da. Komm, mach einen Abgang. Leute, was ist los bei euch? Lasst euch doch rein! Das ist eine Frechheit. Wo ist das? Ist oben, glaube ich, gerade gelaufen, ne? Nicht ganz aufgepasst. Warte. Okay, rechts rum. Ist oben? Ich glaube ja. Dann schleich mir einfach mal los. Ich höre es doch hier direkt in der Nähe. Ja, schön leise. Ich denke, wir müssen einfach nur hier rein und dann haben wir es geschafft. Oh, Tür ist zu. Hätt's gedacht. Verbesserung für Plasmaschneider. Jetzt brauchen wir schon die Verbesserung dafür. Wir haben nicht immer die normalen. Tja. Dann denke ich mal, müssen wir oben rum. Oh nein. Bleib schön weg von mir. Okay, jetzt. Ja, komm. Wir legen es um. Wo gehen die Schüsse? Hab sie auf einmal getroffen? Keine Ahnung. Na gut. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen besser aim lernen, bevor das klappen kann. Aber jetzt wissen wir, wo wir hin müssen. Genau, hier hoch. Muss kurz überlegen, wo wir sind. Laufen wir jetzt nochmal in diese Falle rein? Eigentlich gab es da drin nichts Wichtiges, oder? Was haben wir da drin gekriegt? Obwohl doch 25 Schuss für einen Flammenwerfer eigentlich. Aber wir könnten auch einfach durchlaufen. Das ist jetzt die Frage. Ich hätte schon gerne die Munition. Na komm, wir laufen einmal rein. Wir wissen jetzt, wo der Feuerlösch ist. Achtung, wird laut. Aua, okay. Dran denken, da kommt ein Roboter raus. Aber den können wir einfach wegklatschen mit einem Schlag. Gut. Ja, komm her. Sehr gut. Dann looten wir gleich. Erstmal Feuer ausmachen. Wollen wir unnötig viele Leben verlieren. Schalter, zack. So, alles safe. Sensor brauchen wir nicht. Machen wir einmal die Tür auf. Wait, was ist los mit dieser Station? Die fällt schon seit längerem auseinander, aber dank der Stilllegung sind auch die meisten der Systeme abgeschaltet. Hinzu kommt,
dass alle zu sehr damit beschäftigt sind, zu überleben, als dass sie irgendwas instandhalten könnten. Und voilà, Chaos. Ja, ja, ja. Was sie nun wieder an deiner Wappen platziert, red ich nicht raus. Aber hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Scheiße. Bitte geh noch auf. Ich bin so tot. Oh mein Gott. Ich weiß, jetzt bin ich wieder gelaufen und hatte zu schießen, aber ich glaube, wäre ich da geblieben, wäre ich sofort tot gewesen. Vor allem ist der Revolver nicht gerade präzise. Okay, zurücklehnen. Okay, schön weg. Gerade gar keinen Bock auf dich. Okay. Wie weit ist es weg? 63? 64? Weit genug, um rauszugehen, denke ich mal. Und zum Speicherpunkt zu gucken. Da müssen manche mal die Explosion durchmachen. Die ist ultra laut. So, sprinten tue ich aber trotzdem nicht. Das ist mir zu riskant. Dann einmal hier reinschieben. Und gespeichert. Sehr gut. Scanner sagt, wir kommen dichter. Toll. Was läuft das Vieh hier schon rum? Letztes Mal war es nicht da. Sondern erst, als wir die Cutscene da getriggert haben. Es entfernt sich, glaube ich, ne? Keine Ahnung. Und das könnten auch die zwei Leute sein. Ne, 50 Meter links. Oh. Okay, das klingt nicht gut. Ist das der Typ da? Da hinten? Das Gute ist, ich kann die zwei hier einfach als Schutzschild benutzen. Ja, ihr Trottel. Ist halt dieselbe hier draußen, ne? Hätte ich mich einfach letztes Mal mit reingelassen, hätten wir nie ein Problem gehabt. Oh. Der holt sich jetzt gerade die Jungs, ne? Ja. Und er läuft hoch. Links rum. Okay, ich würde es mal versuchen mit dem Schießen. Das haben wir ja gespeichert gerade. Sein, das ist gerade weit weg. Dann nutzen wir natürlich die Gelegenheit und hauen ab. Nämlich ehrlich gesagt keinen Plan, wo es ist. Wollte ich da rein? Nee. Denn hin? Wait, die Kreatur. Wie sollen wir sie einsperren? Der Turm wurde dazu entworfen, hochwertige aus dem Gasriesen gewonnene Verbindungen zu verarbeiten. Vorkehrungen zum Schutz vor Piraterie bestehen weiter. Der Turm kann abgesperrt werden. Lüftungsschächte, Türen, alles. Sie bauen quasi einen Käfig um die Kreatur und Ricardo verriegelt ihn. Ja, wer lockt die da rein? Also ich habe eigentlich keinen Bock da drauf. Wieso ist die Tür da oben aufgegangen? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Nee, da ist es. Okay, lauf, lauf! Kurz ist auf den losgesprintet. Oder? 30, 40? Nee, es ist in den Lüftungsschacht gesprungen. Ist irgendwo genau über uns. Oder vor uns. Du kleines Rattenkopfvieh, Alter. Ah, geh schon weg. Müssen wir da noch lang da rein? Ja, ne? Ja. Sieht so aus. Ist es genau über mir? Immer noch genau über mir? Ist hier auch mir ein Lüftungsschacht? Keine Ahnung. 30 Meter. Entfernt sich. Ja, hier ist ein Lüftungsschacht. 60 Meter. Der Eingang ist direkt vor Ihnen. Nutzen Sie das Terminal im Rezeptionsbereich, um die Tür zu öffnen. Rezeptionsbereich. Hier? Das ist ein Speicherpunkt. Den nehmen wir doch direkt mal. So.
Ich hör's doch hier wieder rumlaufen. Hier ist ein Schrank. Aber... ich sehe es nicht. Immer noch ein Lüftungsschacht, das Ding? 24. Wie schnell kommt's da raus? Habe ich noch genug Zeit, da wegzulaufen dann? Ich habe Angst, dass wenn ich jetzt hier ans Terminal rangehe, es auf einmal wieder hinter mir steht. 62, okay, das ist relativ weit. So. Hier sollen wir irgendwas öffnen können. Und wir haben auch noch ein bisschen Information. Na toll. Den Leuten hier wurde schon gesagt, dass Sevastopol reif für die Schrotthalde ist, oder? Ich habe gerade eine Nachricht von Allison in den Seeksons Buchhaltungen erhalten. Kann Hände trocken in der Toilette repariert werden? Kann mal gar nichts. Das nächste Mal, wenn so eine überflüssige Anfrage reinkommt, wird die sofort zurückgeschickt. Sind dabei, die Station auseinanderzunehmen, nicht sie zusammenzufliegen. Okay, Hardware-Probleme noch? Details. Ich erwarte eine Bestellung von außerhalb der Station, die bereits eingetroffen sein sollte. Normalerweise erhalte ich mehrere pro Woche, aber diesmal sind es gar keine. Kann jemand meine Kommunikationseinheit überprüfen? Ich kann mir keine Einnahmeverluste leisten. Martin Patterson, der Ingenieur. Okay, hier können wir freigeben. Oder auch nicht. Sevastopol, ein Vorposten des Fortschrittes? Eine ungewisse Zukunft. Seeksons versucht seine Verluste zu minimieren und hat Sevastopol aufgegeben. Ein weiteres Zeichen für die Ausgabenkürzungen im ganzen Sektor. An manchen Tagen hat man das Gefühl, als würde allein der Firmenstolz die Station im Orbit um KG-348 halten. Wenn man heute auf der Station lebt, wird einem schnell klar, dass Seeksons mit den eigenen Investitionen und denen der Banken wie Geofond Investor wild spekuliert hat. Mit dem undurchdachten Aufbruch zur Kolonialisierung des Weltraums, die Anmaßung und Überexpansion mussten unsere zweitrangigen Unternehmen einen hohen Preis zahlen. Reynold Yutani übersteht diese Umwälzungen dank seiner enormen finanziellen und technologischen Stärke. Seine Gegner fallen dagegen zurück. Doch selbst die Firma hört Sturmglocken läuten beim Anblick dieser verfallenen Orbital-Außenstation. Irgendwie das Gefühl, haben wir schon mal gelesen. Reynold Yutanis anhaltende Investitionen in Terraforming-Technologien erschienen mehr und mehr als gerissener Schachzug, während in weiterer Ferne immer mehr Lichter ausgehen. Audio fehlerhaft, Zubehör, Türkontrolle, Tür öffnen. Du schließt okay. Die Abriegelung ab. Sie müssen alle Sicherheitstüren und das Treppenhaus schließen. Dann den Vorratsspeicher, Wartungszugang und die Server-Hub-Rezeption. Erstatten Sie Unterwegsbericht. Okay, mach ich. Warum auch immer ich das machen muss, aber... ach, wie Roboter hier. Haben die eigentlich kein Problem mit dem Alien? Sind die irgendwie befreundet? Ich könnte ihn töten, aber das... Das würde laute Geräusche halt machen. Kommt das Alien wieder von hinten an. Hätte wahrscheinlich schon vorbeilaufen sollen einfach. Ja, ist schon zu spät, denke ich mal. Tja, sind da noch mehr Aliens? Oder Roboter? Nicht Aliens. Da kann ich ihn mit einem Schlag töten, wenn ich von hinten komme. Ich glaube nicht. Ich hoffe, der bleibt da noch ein bisschen stehen. Ich habe es echt lange gezögert. So, und schnell weg. Sehr gut. Nehmen wir mit, was auch immer das war. Ich glaube, ich habe kurz Flammenwerfer gelesen. Jetzt ist die... oh, er kommt. Shit. Jetzt ist die Frage, hoch oder runter? Schnell laufen einmal. Okay, hat er nicht gescheckt. Weil Lüftungsschächte... was haben wir hier? Tech Support. Server Hub. Da muss man doch hin, oder nicht? Tür verschlossen. Er kommt auch schnell hinterher. Da wäre ein Kartentisch gewesen. Wo sind wir? Da ist ein Terminal. Kann man vielleicht irgendwas öffnen? Ich hoffe mal, der Roboter kommt nicht so weit hinterher. Okay, verschwunden. Es hat sie geschnappt und ich konnte nichts tun. Erst hat es Doc zerrissen, dann hat es Liam halbiert und wie eine Puppe beiseite geschmissen. Dann hat es Emma in die Ecke gedrängt. Ich war im Schatten. Es hat mich nicht gesehen. Emma hat nach mir gerufen, hat um Hilfe gerufen, aber ich konnte mich nicht bewegen. Ich hatte solche Angst. Es hat sie geschnappt, aber ich werde sie finden. Falls Sie dies lesen, bitte bewaffnen Sie sich. Ja, Waffen bringen mir nicht so viel, habe ich das Gefühl. Plündern? Erik, hören Sie mich, Erik. Der verfluchte Funk ist schon wieder am Spinnen. Hören Sie mich. Erik, Linken hier. Hören Sie mich. Ich hab's zum Tech-Support geschafft. Ich habe ein paar Wasserkanister und Batteriepacks mitgenommen.
Oh, und ein paar Werkzeuge. Das meiste wurde bereits geplündert. Ich werde versuchen, in den Tresorschrank einzubrechen. Ich glaube, die bewachen da drin den Sicherheitshacker auf. Könnten wir gut gebrauchen. Aber ich werde nicht viel länger hier unten bleiben. Hier ist... Ich weiß nicht. Es ist einfach absolut unheimlich hier unten. Ich will zurück in den Frachtraum. Rufen Sie mich an, wenn Sie diese Nachricht erhalten, okay? Wir haben hier also den Sicherheitshacker. Stufe 3 wahrscheinlich dann. Vielleicht finden wir den ja. Der Rest alles fehlerhaft. So, wir gucken mal kurz auf die Karte. Weg scheint schon mal richtig zu sein, wo wir sind. Dann brauchen wir jetzt nur noch mal eine Orientierung. Hier war irgendein Kartentisch. Achso, es waren irgendwelche Käfer. Da vorne. Alter, den hat es aber auch ordentlich erwischt. Was? So, Karte aktualisieren. Kommt das denn, ne? Mann, ich. Irgendwas war hier. Abriegelung einleiten. Sollen wir das? Weiß nicht. Eigentlich müssen wir durch die Türen und nicht irgendwas abriegeln. Egal. Rechte Maus zu halten. A drücken. Und dann war es das schon. Vorratsspeicher verschlossen. Okay. Oh, oh. Schnell rein da. Okay, das heißt... Ah, okay, ich verstehe. Wir riegeln jetzt alles ab. Solange das Alien noch hier drin ist. Das klang nicht so gut. Nächstes Ziel. Nicht ganz sicher. Wir gucken mal, wo es hier oben hingeht. Also, können wir mal hochklettern. Dann hier raus. Oh, oder auch nicht. Weil wir es abgesperrt haben? Na gut, dann wieder runter. Oh Junge, ich höre hier überall Schritte. 40 Meter war's. Entfernt sich aber. Jetzt nicht mehr zu sehen. Na gut. Gut, da ist zu. Hier ist zu. Da sind wir hergekommen. Und hier hinten ist auch alles zu, ne? Sperren Sie das Treppenhaus ab. Okay. Muss ich jetzt hier wieder ran, oder wie? Wieso kam jetzt hier gerade die Quest, als wir hier waren? Ne, noch alles Fehler. Gucken wir mal hier. Gleich mal rein. Wir gehen erstmal hier lang. Sensor sagt... Gar nichts. Schon mal gut. Schlüsselkarte benötigt. Das war's. Na gut. Dann so zurück. Die Treppe runter. Hoffentlich ist der Roboter gerade nicht da. Sehen jetzt auf den ersten Blick nicht. Sehen auf den zweiten Blick aber schon. Oh wei. Hoffentlich geht er gleich wieder runter. Ich hab halt Angst, ein Kampf jetzt irgendwie das Alien anlockt. Ja, gehst du runter? Natürlich nicht. Ach Mann. So ein nerviges Vieh. Sehe ich eigentlich auf einem Radar? Nee. Dann warten wir kurz und dann geht er hoffentlich gleich wieder runter. Hier reingekommen ist aber beim letzten Mal ja nicht. Mal sehen, schon umgedreht. Ja, da steht er. Oh Gott. Aber jetzt können wir mal gucken, wie die sich miteinander verhalten. Ja. Okay, anscheinend sind die Freunde. Was ein bisschen unfair ist. Als wenn es mich sofort gesehen hat. Na gut. Also manchmal verstehe ich das nicht. Manchmal sieht das Alien gar nichts. Was? Achso. Alle Sicherheitstüren und das Treppenhaus schließen. Dann den Vorratsspeicher, Wartungszugang und die Server-Hub-Rezeption. Erstatten Sie unterwegs Bericht. Ja, mach ich. Erster Bericht ist schon mal, es läuft nicht gut. Gut, aber jetzt wissen wir schon mal, der wird im Augenblick stehen bleiben.
Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit, uns hier umzugucken. Wir gehen jetzt auch gleich einfach mal nach unten. Mal sehen, was da abgeht. Oh, schon mal ein bisschen Loot hier. Oh, die Tür ist aufgegangen. Das ist aber schneller losgelaufen, habe ich das Gefühl. Was war hier gerade da? Hier scheint es nur Loot zu geben. Oder hat auch keinen brauchbaren. Na toll. Ist er schon hochgelatscht? Ich glaube ja. Also wird die Musik so übertrieben laut schon wieder? Keine Ahnung. Kartentisch nehmen wir mit. Er scheint schon eine Etage höher zu sein. Gut. Gucken wir einmal. Ja. Sieht verwinkelt aus. Oh. So, komm, komm jetzt nicht hier hinten rum. Natürlich bleibst du da mitten im Weg stehen. Warum auch nicht? Na komm. Nee, gerade nicht. Wann ist er denn weggelaufen? Ich hab ganz Zeit drauf geachtet. Ach, er ist hier nach oben gegangen. Ich wollte gerade sagen, wäre er nach unten gegangen, hättest du eigentlich sehen müssen. Wieso geht er jetzt bitte wieder nach oben? Ist das nervig. Da geht's auf. Wir gucken mal hier rein. Wir haben vorhin noch nicht. Was ist das hier? Irgendwelche Gastanks oder so? Keine Ahnung. Ja, gucken einfach mal aufs Terminal. Sicherheitsgitter. Eine Gruppe im Lager. Wir können keine Wachen rund um die Uhr aufstellen. Aber mit der freiwilligen Wache und dem bestehenden Sicherheitssystem des Turms ist alles wasserdicht. Aber jetzt werden die Sicherheitsgitter für niemanden mehr geöffnet. Und die Vorratsbeschaffung läuft über mich. Wir können das schaffen, Leute. Thompson. Das Lager. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Es ist eng, dreckig und der Müll fängt an zu vergammeln. Ich weiß nicht mal, ob wir überhaupt sicher sind. Letzte Woche sind Carter und Thompson von ihren Erkundungstouren mit Waffen zurückgekommen. Ich sehe ein paar Leute hier plötzlich mit einem anderen Licht. Vielleicht hat diese Frau Winters recht. Winters? Den Namen habe ich noch gar nicht gehört bis jetzt. Fehler, Fehler und Fehler. Na gut. Gucken wir uns hier mal ein bisschen weiter um. Da ist eine Tür. Hier sind wieder diese Kabel zum Abriegeln, glaube ich. Was haben wir hier? Komponente sind voll. Und was zum Abspielen? Diese Aufzeichnung für alle, die nicht hier waren, als es passiert ist. Ich weiß nicht, wer entkommen ist. Es gibt einige Leichen, aber die anderen verschwanden durch die Lüftungsschächte. Einer nach dem anderen. Die Türen waren verschlossen, aber die Lüftungsschächte an der Decke waren offen. Es gab kein Entkommen und keinen Erlöser. Fast wie ein Fuchs im Hühnerstall. Wir beide haben zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite gibt es im Einkaufszentrum ein Lager Befreundeter, die den Marshalls noch trauen. Und auf der anderen ist Sinclair und seine Idioten-Crew mit deren Waffen. Wohl im Wohnbereich. Ich bezweifle, dass sie es eine Woche aushalten. Okay. Also sie haben sich hier drin eingesperrt. Haben aber die Lüftungsschächte vergessen. Was ist hier? Sicherheitszugangsgenerator? Okay. Mal sehen, was wir da machen können. Auf jeden Fall wieder das einfache Hacken. So. Dann mal sehen. Administratorrechte gewährt. Und das hört man doch gerne. Was haben wir hier? Eine Warnung. Sinclair, mir liegen bestätigte Berichte vor, dass Sie und Ihre Männer auf Zivilisten schießen und Vorräte plündern. Wenn ich einen Weg finde, dieses Wesen zu töten, hoffe ich, dass es Sie schon vorher gefunden hat. Waits. Scheint sich nicht so gut zu vertragen. Sinclair. Was? Sperren Sie das Treppenhaus ab? Mach ich gleich. Ich weiß, wir hatten unsere Differenzen seit der Ankunft von Ihnen und Ihrem Sicherheitsdienst auf Sevastopol. Aber die momentane Lage ist ernst. Wir müssen eine gemeinsame Front bilden. Im Gegenzug für Ihre absolute Kooperation bin ich bereit, meine Ermittlungen über Ihre Schwarzmarktaktivitäten einzustellen und alle Anschuldigungen bezüglich des Marshall-Büros
Hab ich gesehen, ja, ne? Ich komme nicht mehr weg. Hier ist eine Sackgasse. Ach nee, komm, ich will jetzt nicht sterben. Oh, er geht wieder, glaube ich, oder? Dieses Drecksvieh. Wo kam es auf einmal her? Oh. Ich glaube, es ist wieder an den Lüftungsschächten. Entweder das oder das ist genau hinter der Wand hier. Nee, Lüftungsschacht. Okay. Puh. Oh, Hebel benutzen. Soll ich das machen? Na komm, bevor es wiederkommt. Es sei denn, ich habe jetzt gerade die Tür aufgemacht, dann ist es natürlich ungünstig. Wir könnten Notfallüberbrückung machen. Ich höre es ja auch irgendwie relativ dicht, habe ich das Gefühl. Wir machen mal zu. Gehen dann hier wieder hin. Wir sind auch nicht ganz fertig mit Lesen. Wo war ich denn jetzt? Waffenruhe? Bin ich bereit, diese Untersuchung einzustellen? Ja, war eigentlich schon zu Ende. Also packen wir die Sache richtig an. Marshall Bates. Freigeben, fehlerhaft. Audio, fehlerhaft. Zubehör. Zellen öffnen. Können wir das machen? Ich glaube nicht, klingt nicht so gut. Aber wir gucken trotzdem mal zu den Zellen, ob es gibt. 42. Ich glaube, die Zellen sind da hinten. Okay, er geht langsam weg. Gucken wir mal hier rüber. Sind die jetzt offen hier? Oh ja. Okay, was haben wir hier? Bindemittel. Auch nur Müll. Die war, glaube ich, gerade schon offen hier. Ist auf jeden Fall leer. Und hier ist... Hä? Was passiert? Habe ich gerade ein Geräusch gemacht? Keine Ahnung. Wir gehen einfach mal weiter. Mittlerweile wird das hier alles wieder ziemlich groß. Oh, nee, doch nicht. Hier ist der Fahrstuhlraum. Und wir haben das Alien direkt in der Ecke. Jetzt nicht mehr. Keine Ahnung, wo das immer hin verschwindet. 12 Meter. Wir gehen mal da rein. Zehn direkt neben uns. Wahrscheinlich im Lüftungsschacht, würde ich sagen. 30, jetzt hinter uns. Na gut, gucken wir mal auf die Karte. Wir sind hier, genau. Wir müssen zurück ins Treppenhaus, denke ich mal. Das machen wir jetzt auch mal. 60 Meter sollte hoffentlich sicher sein. Da ist zu. Da ist zu. Da ist das Treppenhaus. Dann aktivieren wir jetzt hier mal dieses Ding. Abriegelung einleiten. So. Wartungszugang verschlossen. So, gut, hier ist zu und da ist zu. Aber ich höre es hier laufen. Hier war irgendwo ein Schrank, oder? Oder auch nicht. Wenn man jetzt nicht oben aus dem Lüftungsschacht springt. Oh, moin. Natürlich steht er direkt vor der Tür. Ah, das Alien läuft hier auch. Shit. Alien ist weg. Roboter? Nicht ganz. Wir müssen noch warten, was ein bisschen weiter läuft. Ich hoffe mal, er geht nach unten. Na, geht er nicht. Na gut, war hier irgendwo ein Schrank? Ein Kartentisch nehmen wir mit. Schrank haben wir nicht. Aber wir sind fast ganz oben. Das ist ein Lüftungsschacht.
Server-Hub-Rezeption. Da ist doch kein Strom. Eigentlich muss er zurückkommen gleich. Mann, da oben ist halt für ihn Endzone. Na, beide da auf dem Radar. Ich verstehe das nicht. Jetzt sehe ich ihn doch auf dem Radar, oder wie? Ne, er ist weg. Hä? Ja, das verstehe ich noch nicht ganz. Oh, das ist eigentlich auch direkt da. Ne, das ist der schon. Jetzt steht er da wieder. Macht irgendwas. Na komm. Ach, als wenn du jetzt wieder hochgehst. Muss ich ihn doch töten? Sollen wir den töten damit einen Elektroschocker, würde ich sagen, oder? Ich finde, das klingt ziemlich stark gegen einen Roboter. Sollen wir von hinten anschleichen? Was hast du gemacht? Ist er tot? Egal, machen wir ab. Sondern er beschäftigt ist mit, keine Ahnung, googeln. Okay, gut. Der Elektroschocker ist nicht schlecht. Oh, scheiße. Wir sollten nicht hier. Naja. Brauchst du mir nicht sagen. Hätte auch nicht schießen sollen. So, du gehst da um die Ecke und ich lauf mal nach hier hinten. Dann da rein schnell. Komm, komm, komm. Sehr gut. Bin ich ein Trottel, Alter. Meine Maustasten sind zu leicht. Merkst du, so eine Maus geholt, wo man das Klicken nicht hört. Der Nachteil ist, sobald ich meinen Finger ablege, wird die sofort aktiviert. Ich höre seine Schritte, glaube ich, hier direkt. Oh, nee. Das ist das Alien. Geh bloß weg. Geh dann mal hoch. Über den Highground. Ja, mach einen Abgang. Sehr gut. Ich glaube, der Roboter hat sich auch verabschiedet. Oder? Ich sehe ihn zumindest nicht. Gut, hier können wir absperren. Frage ist, ob das das letzte ist. Wieso sind da so wenig Schüsse drin? Bist du oft geschossen oder letztes Mal nicht richtig nachgeladen? Egal. Leer. Dann aktivieren wir das Ding hier wieder. 17. Ja, ruhig. Gut, egal. Einfach aufmachen. Vorratsspeicher verschlossen. Okay. So, schnell rein, bevor das Alien kommt. Regelt sie den Korridor ab noch. Oder was stand da gerade? Irgendwas fehlt also noch. Ach nee. So, schnell nochmal hoch hier. Da ist es. Ich weiß nicht, jetzt anzuschießen macht das keinen Sinn, wirklich. Naja, mal sehen, was die Karte sagt. Okay, es hat sich schon mal minimiert, der Bereich. Kommen wir jetzt hinten durch, oder wie? Mal sehen. 37 Meter. Ach, schönen Abgang. Ja, es kommt zurück. Kommt es jetzt hier auch wieder links rum? Oh, ne. Doch. Hä? Jetzt ist es hier. Macht es da? Es ist so schnell. Okay, der Revolver bringt nichts. Unmöglich, dass ich da jeden Schuss verfehlt habe. Ach, mein Gott. Ja, wir sind wieder hier. Hallo. Server-Hub-Rezeption. Gestatten Sie unterwegs berichten. Eindämmungsstufe.
Okay, jetzt haben wir den ganzen Spar nochmal ein. Und dann sehen wir uns gleich bei den Abregelungspunkten, wo wir schon waren. So. Wartungszugang verschlossen. Nummer 1, abgeriegelt. Und Nummer 2. Auch wieder abgeriegelt. Sind wir auch gerade gestorben. Scheiße. Wir sterben hier wohl schon wahrscheinlich nochmal. Bitte, 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 lauf, 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 lauf. Oh Gott. Ich hab's jetzt nicht gesehen. Ich frage, wo wir jetzt hin müssen. Eine Sache fehlt noch, die wir abschließen müssen. Shit, komm jetzt nicht hier rum. Was kommt hier rum? Kommt es links oder kommt es rechts, ist die Frage. Okay, es geht links weiter. Es kommt zurück. Das geht. Sehr gut, gehen wir auch. Bitte sag, dass jetzt der Roboter nicht links. Ich hasse das Viech. Scheiße. Ja, keine Ahnung, ich glaube, der Revolver bringt gar nichts dabei. Na gut. Ich würde sehen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die zwei Sachen aktiviert habe. Mein Gott. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Und ich würde sagen, versuchen diesmal direkt speichern zu gehen. Zugang verschlossen. Sehr gut. Oder auch nicht. Ich dachte, wir gehen jetzt da durch und speichern, aber die Tür ist gerade zugegangen. Gut. Wir haben jetzt zwei Sachen zugemacht. Das Einzige, was noch fehlt, sollte dieser Hub sein. Oh, hallo. Wir befinden uns heute auf einer erhöhten Gefahr. Das Ding ist, der Hub ist hinten die Tür und die ist zu. Wie kriegen wir die jetzt auf? Ich habe keine Ahnung. Guck mal auf die Karte. Kommt doch ungefähr hin, von der Position her. Ja, jetzt ist ja schon weitergegangen. Vielleicht mal zum hinten vorbei. Vielleicht rafft er es nicht. Sieht gut aus. Hä? Dieses grüne Ding stand da gerade eben doch nicht, oder? Das kann mir doch keiner erzählen. Oh, das Alien auch noch. Gut, das Alien macht einen Abgang. Oder auch nicht. Ist es hier irgendwo? Ich kann es gerade schwer einschätzen. Ja, geht. Ist es hier? Ja. Geh bitte endlich mal weg. Ach Mann, jetzt guckt er ja schon wieder. Was will es denn hier? Ich glaube, es ist runtergegangen. Aber es kommt wieder hoch, ne? Ja. Jetzt haben wir ein Problem, wenn es links rumkommt. Alter, geh doch bitte weg. Soll ich so jemals ans Terminal? Oh, das hab ich gesehen. Okay, safe. Oder auch nicht, es ist oben wieder rausgekommen. Ach, Mann. Wieso bekriegen die sich nicht? Wo ist es? Egal, ich glaube, das ist jetzt unsere Chance. Ja, geht nach oben. Komm, komm, komm. Ach nein, bitte nicht. Bitte nicht. Mach, mach. Ich kann mir auch nicht mehr abbrechen, glaube ich. Ach, es geht auf. Ich dachte, es wird abgesperrt. Komm da rein. Können Sie mich mit Scheiße. Ripley verbinden? Sie sind bereits verbunden. Nicht jetzt, Junge. Ripley, es gibt einen Umgebungsbefehl, mit dem Sie die Notfallabregelung einleiten können. Er ist im Terminal hinter der Rezeption. Ja, machen wir gleich. Oh Junge, hab ich mich gerade erschrocken.
Ist das ein Roboter? Nee, ist das ein Mensch, glaube ich. Hier ist alles zu, bis auf die Tür. Wer sind sie? Bist du Ricardo? Ich glaube ja. Gut. Oh nein, ich höre es hier irgendwo. Schnell mal reingucken. Leer, leer, leer. Und zugreifen. Oh. Zugangscode. Gehackt. Franco, ich habe mir die undichte Stelle im Archiv angesehen und bin mir ziemlich sicher, dass es ein Hardwarefehler ist. Die Arios-Systeme sind zu alt für die richtige Integration in ein komplexes Programm wie Apollo. Ich habe noch etwas anderes entdeckt. Es sieht so aus, als hätte jemand in den letzten paar Jahren auf persönliche Nachrichten und Kameraaufzeichnungen zugegriffen. Vorstandsetage, San Cristobal, sogar das Marschbüro wurde gehackt. Sagt Ihnen der Name Ranson etwas? Habe ich schon mal gehört, ja. Freigeben Ordnercode. G7789. Welche Schritte? Ripley, es ist alles bereit. Lassen Sie uns das Programm laufen, um die Sicherheitsordnung zu öffnen. Habe ich es gemacht? 7789. 7789. Abspielen. Ransom hier. Ich habe Ihre Anfrage erhalten. Ja, ich war in unserem Übertragungsrelaisarchiv und habe einige entschlüsselt. Ich suche nach Crewlogs, die vor einiger Zeit über Sevastopol geleitet wurden. Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, aber das ist alles Schnee von gestern. Ich muss nur ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ein Routine-Datenübertragungspaket aus der Randzone von Tedus, bevor ein Schiff die Heimreise antrat. Nichts weiter Besonderes. Aber es muss ja trotzdem niemand sonst davon Bescheid wissen, oder nicht? Wenn Sie den Mund aufmachen, wird das Konsequenzen haben. Ich meine, es gibt vieles, das Marie nicht weiß, oder? Lassen Sie sie entschlüsseln und geben Sie mir Bescheid, wenn es erledigt ist. Es muss nicht eskalieren. Ja, der wurde also erpresst. 22. Ich glaube, es ist im Lüftungsschacht, oder? Muss eigentlich. Kann ich jetzt hier noch was machen? Sollte doch eigentlich irgendwas zu starten hier, eine Abregelung. Gehackt, Fehler. Haben wir Audio freigemacht, freigeschaltet? Auswählen, haben wir gemacht. Oh, einen Code haben wir auch. Gut, ich glaube, wir haben alles gemacht, was wir machen sollten. Der hat sich da komplett eingesperrt. Guck mal kurz auf die Karte. Nee. Irgendwas fehlt dir noch. Können wir uns verstecken? Was soll man denn hier noch machen? Hab ich irgendwas übersehen? Audio haben wir gehört. Was haben wir gelesen? Oh, okay. Abregung einleiten. Serverrezeption verschlossen. Gute Arbeit. Gehen Sie zur Serverfarm durch. Leise. Regeln Sie die Serverfarm ab. Ricardo ist auch weg. Jeder lässt mich hier in Stich. Gibt's da irgendwas? Nee. Serverfarm, dumm. Ach, hier laufen wieder Leute rum. Irgendwelche Roboter aber nur. Die sind nicht ganz so schlimm. Was geht hier ab? Guck mal kurz rein. Hast du doch irgendwas Brauchbares? Nicht wirklich. Müssen uns mal ein bisschen was herstellen, glaube ich. Wir könnten mal eine Rauchbombe machen. Können wir uns im Notfall irgendwie verschwinden lassen vielleicht. So, und herstellen. Dann machen wir einen Molotow. Den können wir nicht mehr leisten. Geräuschemacher, jo. Herstellen. Wir bräuchten langsam einen Speicherpunkt. Aber wenn wir jetzt sterben, wäre das ultra ärgerlich. Naja, für euch nicht unbedingt. Weil für euch gibt es einen Cut. Aber für mich war es sehr ärgerlich. So, Kantine. Ah, der guckt natürlich genau hier rein. Musik wird auch wieder schön laut. Hört man keine Schritte mehr. Wir rüsten mal den Elektroschocker aus für Notfall. Gut, drücken zu uns, ja. Wohin müssen wir? Schön weit auf dein Handy. Ich gehe hier einfach nur rum, ja? Oh Gott. Irgendwas zappert hier. Nee, doch nicht, fangen wir nur Käfer. Nein. Oh mein Gott, die sind dumm. Ich dachte, die wären so richtig schlaue Roboter, aber die merken ja gar nichts.
Komm, lauf, 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 lauf. Sehr gut, hier ist ein Schrank. Ich habe am Terminal in der Serverfarm eine Notfallabriegelung eingerichtet. Sie müssen sie dort auslösen und dann raus da. Ich will ihren Ausgang offen halten, bis sie durch sind und dann die Falle schließen. Das hoffe ich doch. Oh, Speicherpunkt. Ja. Oh. Ich habe das Piepen schon so unterbewusst wahrgenommen, aber ich habe gedacht, was ist das? Na klar, Speicherpunkt. Oh, let's go. Okay. Karte sagt, wir sind auf dem richtigen Weg. Das heißt, ich würde da hinten eigentlich gerne nochmal reingucken. Ist er schon wieder weggegangen, der Roboter? Ne, der läuft da gerade. Mal sehen, wo er hingeht. Komm rechts rum. Ne. Er kommt natürlich hier schnurstracks reingelaufen. Na gut, fast. Warten wir mal kurz, bis er weiterläuft. Jo, sehr gut. Dann schleichen wir uns einfach vorbei. Auch wenn wir nicht unbedingt schleichen müssen, weil der kriegt nichts mit. Nehmen wir alles mit, sehr schön. Was haben wir hier? Ein bisschen Loot. Ein paar Komponente. Und komische Geräusche. Da können wir auch nochmal looten, denke ich. Leer. Hier können wir was überbrücken oder neu verkabeln, eher gesagt. Überall Geräusche. Türzugriff ist aktiv, das ist gut. Mehr können wir nicht machen. Okay. Okay. Türzugriff muss aus und Luftreinigung muss an. Gut, haben wir gemacht. Welche Tür ist zugegangen? Ich habe keine Ahnung. Aber wir können jetzt hier durch. Mal sehen, komm, das muss sich gelohnt haben. Irgendwie Loot. Wir können hier eine Tür aufmachen. Machen wir mal. So. Vielleicht war es für später noch sinnvoll oder so eine Abkürzung. Aber ich denke, ja. Wir sind jetzt wieder hier. Ah, wir haben wahrscheinlich gerade diese Tür zugemacht. Also wir gehen jetzt zurück, machen den Strom wieder an, schleichen uns rum und gehen dann in den Raum rein. Okay. Luftreinigung aus, Türzugriff an. Oh, hat er mich gesehen? Nee. Was ist seine Mission? Stellt sich da in die Ecke, okay. Dann laufen wir mal schnell weg. Legen Sie die Serverfarm ab. Mache ich gleich. Ich bin hier gerade noch ein bisschen Loot auf der Spur. Ah ja. Tür ist offen. Komm, das muss sich jetzt gelohnt haben. Ein Ultra-Umweg. Schon mal nix hier. Oh, suchen, da. Schrott, Flammenwerferöl, sehr stark, glaube ich. Noch nie benutzt das Teil. Noch mehr Schrott. Ich weiß gar nicht, können wir den Flammenwerfer ruhig benutzen? Dann müssen wir uns den aufsparen für diese Falle, die er geplant hat. Nicht, dass wir dann nachher mit zu wenig Munition stehen oder so. Was ist das? Oh, irgendein Terminals zum Aufmachen dieser Sachen hier. Was war das nochmal? Ach genau, richtigen Moment drücken. So. Haben wir auf. Was gibt es hier? Eine Schlüsselkarte, sehr gut. Und leer. Wer schließt bitte eine leere Kiste ein? Jetzt ist nur die Frage, wofür ist die Schlüsselkarte? Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde gerne zum Speicherpunkt nochmal. Ich meine, vorhin hat irgendwo die Schlüsselkarte gefehlt. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, wo das war. Oh. Nee, hat er nicht gescheckt. Sehr gut. Ich hatte ein bisschen zu viel Angst vor dem, glaube ich. Da geht er auch schon wieder. Geht einfach mit daher. Ist hier gerade auch schon so gewackelt? Keine Ahnung. Schleichen uns hier mal vorbei. Merkt ihr das? Nee, ne? Nee. Nichts zieht an ihm vorbei. Guckt jetzt nicht nach links. Okay. Hat er gemacht, aber er hat mich nicht gesehen. Wohl erstmal speichern.
Wollen wir hinten in den Raum reingucken, wo wir noch nicht waren? So, ja, überschreiben. Das wäre nett. Ist er noch da hinten rechts? Ja, aber er dreht sich gerade schon um. Schade. Na gut, dann warte ich nochmal kurz, bis er fertig ist mit rumstehen und zurückgeht. Na, endlich geht er weg. Lang genug gedauert. So, dann schleichen wir uns hier vorbei. Und dann hier unten lang, weil ich glaube, wir waren noch nicht in den Raum da hinten, oder? Oder habe ich es schon wieder vergessen? Inventar voll. Ne, hier waren wir noch nicht. Schrottesensor. Nichts Wertvolles. Ausweiskarte. Und Kartentisch, mal sehen. Was wird aufgedeckt? Oh, die ganze Serverfarm wurde aufgedeckt. Das ist eigentlich nicht schlecht, dann kennen wir uns da jetzt schon mal ein bisschen aus. Hat sich jetzt aber auch nicht so krass gelohnt. Wir laufen ja sowieso immer überall hin, um alles mitzunehmen. Er guckt nicht, er guckt nicht, er guckt nicht, er guckt nicht, perfekt. Ja, sehr schön. Ich glaube, hier haben wir alles fertig. Ist nur die Frage, wofür wir die Schlüsselkarte brauchen. Weiß ich jetzt leider nicht. Aber werden wir hoffentlich schon irgendwie noch rausfinden. Vielleicht hier? Nee. Wäre auch zu einfach gewesen. Dann gucken wir mal hier lang. Oh, hier liegt schon mal ein Toter. Aber er hat gute Sachen dabei gehabt. Elektroschocker-Munition. Was sind sie? Sagt er meistens nur, weil das Alien da ist. Ach nee. Leer. Soll aber auf den Scanner gucken, glaube ich. Nichts zu sehen. Serverkontrolle. Geschlossen. Okay, das sieht mir schon mal nach einer Serverfarm aus. Geringe Energie. Tür auch verschlossen. Ich höre Schritte. Und ich sehe zwei Leute, die da rumstehen. Wieso sind diese Leute so gute Freunde? Kann doch nicht sein, dass das Alien so gut mit den KIs versteht. Wäre witziger, wenn sie sich gegenseitig abschlachten würden. Gut, was haben wir hier? Noch ein bisschen was zu looten. Oder auch nicht. Schrott. Das war's. Wir könnten hier rein. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Idee. Wir machen das mal. Mal sehen, wo es denn geht. Oh. Alien ist dicht. Oder auch nicht. Oh, hier ist es wieder so riesig drin. Ich hasse hier direkt laufen. Ja, da ist es. Egal, kommt die schon nicht rein, oder? Ich denke mal nicht. Schleichen uns einfach schön leise weiter rum. Radar sagt, oh, 40 Meter entfernt sich langsam nicht. Kommt schnell dichter. Können wir sehen, wo es hingeht hier. Keine Ahnung. Cold Storage ist da. Der Typ guckt gerade nicht. Lass mal, Schneider. Alien ist da links. Solange es da links ist, laufen wir nach rechts und mal um die Ecke rum. Bevor es wieder anfängt, hier zu patrouillieren. Wo ist der Roboter hin, ist die Frage. Ich komme hier nicht durch. Na toll. Wir haben uns gerade selber in eine Falle manövriert. Und doch nicht. Was ist mit der Musik schon wieder los? Oh, hallo? Warte, Taste. Elektroschocker wollte ich nehmen. Nur für den Fall der Fälle. Oh nein. Das Alien ist da. Es bewegt sich nicht. Geh einfach wieder rein, dein Lüftungsschacht. Hier ist niemand da. Oh.
zieht mich hier drin aber nicht, oder? Ich glaube nicht. Oh, geh weg. Ach, komm. Bitte guck ich nach hier, bitte guck ich nach hier. Oh mein Gott. Kann der mal weggehen? Das ist gleich wieder hier vorne, ne? Scheiße. Okay, das Ding ist wieder in den Lüftungsschacht gehüpft. Jetzt müssen wir noch diesen nervigen Roboter loswerden. Bewegt er sich nochmal oder hängt er jetzt dafür die restliche Zeit einfach rum? Gut, ich warte jetzt nicht. Wir gehen zurück und schleichen uns rum. Komme ich vielleicht doch irgendwie durch? Nee. Gehen wir andere Seite rum. So, schön. Kriegen Energie. Jetzt bitte nicht, ich höre das Alien laufen. Serverkontrolle, da müssen wir rein. Shit, Sicherheitszugangsgenerator brauchen wir. Wir können das, glaube ich, benutzen. Aber ich höre das Alien hier irgendwo rumlaufen. Egal, schnell. Was ist laut? Ach nee, das hier. Ich hab's verkackt, oder? Nee. Doch. Komm. Oh, gut. So, der Druck ist kacke. Bitte geh auf. Ich höre es hier irgendwo laufen. Schrank, Schrank, bitte irgendwo ein Schrank. Da ist Giftgas, glaube ich. Okay, aber die Tür hier ist zu. Da können wir ran. Was war das für Quatsch? Gucken uns aber erstmal um, bevor wir irgendwas aktivieren. Wo wir nicht wissen, was es bringt. Nehmen wir alles mit. Hier ist auch zu. Okay, ich glaube, es war hier so ein Terminal zum Reinhacken. Da können wir wahrscheinlich die Luftreinigung aktivieren. Ich hoffe mal, das Alien hört das Gepiepe nicht. So, das hier ist schon besser. Da. Gar nicht gesehen. So schnell. Bisschen getrödelt, aber hat noch gepasst. Oh Gott, die Türen sind offen. Alle Türen sind offen. Das war's. Geschafft. Was jetzt? Ist mein Ausgang offen, Ricardo? Ein Augenblick. Wie ein Augenblick? Ricardo, ist der Ausgang offen? Scheiße, ist zu. Bewegt sich kein Stück. Scheiße. Was zur Hölle soll das, Ricardo? Bringen Sie das in Ordnung? Oh Gott. Hier geht's, glaube ich, raus. Sicher. Ich hör's links neben mir. Ich hör's dicht links neben mir. Scheiße, wo ist es? Oh. Ach. Gott. Weiß nicht mal genau, wo ich hin muss. Scheint weiter weg zu sein. Da ist ein Schrank. Rein damit uns. Was ist los? Ich brauche mehr Zeit. Gut. Ich habe nicht mehr Zeit. Doch, wir haben Zeit. Wir sind im Schrank. Wir campen jetzt erstmal eine Runde. Ich denke, wir müssen einfach nur überleben. Meter. Soll ich mich jetzt einfach verstecken hier, bis Ricardo fertig ist? Okay, okay, ich hab's. Okay. Sofort. Sofort? Nach links, nach rechts? Oh mein Gott. Sofort, sofort, sofort. Links, rechts, geradeaus. Speicherpunkt, das ist immer gut. Junge, 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 ich krieg hier noch irgendwie, keine Ahnung, ein Herzkasper. Gut. Wo müssen wir hin? Dann kommen sie aus dem Server-Hub. Okay, das ist die Lobby mit dem Fahrstuhl. Das da müssen wir zurück. Das ist ein ganz schönes Stückchen. Ist der Roboter noch hier? Natürlich ist er noch hier. Gott, das war direkt hinter mir. Und wenn das so steht... Egal, es läuft da schon. Ach, natürlich läufst du dahin, wo ich auch lang muss. Verstecke ich mich. Komm, geh einfach nach links. Dann stelle ich unter deine Echo und guck nochmal auf dein Tablet drauf. Hm. Nee, er kommt hier rum. Guckt ihr jetzt auch hier rein oder nach links? Boah, schafft es da vorbei?
Anscheinend sind die Dinger top. So, dann schnell hier rein und durch. Was sind wir hier? War das hier der Raum mit dem Schlüsselkartending? Ich glaube nicht, ne? Ah ne, genau, hier war so eine Sperre davor. Einfach weiter, wie ich das Alien hier schon wieder rumkraxeln höre. Es kommt ja natürlich auch wieder an. Aber wir warten einfach ein bisschen hier. Oder? Wo ist er hin? Ricardo, wie haben Sie ihn wieder geöffnet? Ich musste den Alarm stoppen. Das war die einzige Möglichkeit, wirklich da rauszukriegen. Schnell vorbei. Sie haben es rausgelassen. Wir hatten es eingesperrt und Sie haben es rausgelassen. Ripley, es ist Ihnen noch immer auf der Fährte. Ach, super. Nehmen Sie den Aufzug zu den Gemini-Laboren. Falls es Ihnen folgt, können wir es dort einsperren. Ripley, Ricardo. Wir dürfen es nicht nochmal entkommen lassen, komme was wolle. Ach, du willst mir jetzt erzählen, das war alles umsonst. Ja, Junge, ich hasse dich. Nehmen Sie den Aufzug. Schon eineinhalb Stunden dabei. Ich denke, das reicht aber auch für die Folge. Aufzug ist wo? Ganz woanders, da waren wir noch nicht mal. Na toll. Na gut, ich würde sagen, darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten.